So, kürzlich bin ich mal eher in so einer Art Ruine rumgelaufen, ne? Und habe da spontan was gefilmt. Aber das Problem hier in Pattaya ist, wenn man wirklich seine Ruhe haben will, dann geht man raus in die Gebiete, wo ich euch schon mal gezeigt habe, dass es einen See gibt, läuft da rum. Dann hat man natürlich auch immer dieselben Spots, aber schönen Naturhintergrund. Aber da muss man schon weit raus, zu laufen hin und zurück eigentlich zu weit. Also muss man ein Taxi nehmen, wenn man kein Fahrzeug hat wie ich. Oder man versucht es in Pattaya, dann gerät man manchmal auf Privatgrundstücke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute, dass das hier zu so einem Wohnkomplex gehört. Da ist aber noch ein Zaun dazwischen, ob man hier eigentlich drauf darf. Ich habe es nämlich noch nie gemacht. Aber wegen der Baustelle, die ihr da im Hintergrund seht und auch hier auf der anderen Seite, hat man hier natürlich schon wieder die Baugeräusche im Hintergrund. Die war dann auch über diesen Sand ein Zugang möglich. Den habe ich mir jetzt mal erlaubt an diesem Teich. Hier mitten im Pattaya. Aber ich glaube, ich war schon öfter auf Privatgrundstücken, da auch einmal am Meer, ne? Wo sogar ein Schild stand. Und die Leute sind da immer ganz gerne hin, um sich Selfies zu machen. Das hat auch schon einer geschrien. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier jemand kratzt. So, und dann nehme ich das mal als Gelegenheit, denn heute soll es noch nicht um Krieg gehen, über die sogenannten Zen-Begriffe, so habe ich sie mal in meinem Blog vor 12 Jahren genannt, also so Merkmale des Zen, jedenfalls aus der Sicht der Soto-Schule zu sprechen. Die Soto-Schule ist nicht immer eins in der Auslegung von Dogen, meines Erachtens. Aber sie stützt sich natürlich auch links im Wesentlichen auf ihn, die Japanische. Ne? Und sie hat mal so 6 Begriffe auf ihrer Seite, der Soto-Schule selbst extrahiert, die es in mehreren Sprachen gibt. Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Die habe ich damals einfach übersetzt. Und die gebe ich jetzt mal wieder in einem Beitrag. Ihr wisst, dass ich noch immer kein Japanisch gelernt habe. Nur mal so reingeschnuppert. So dass ich das vielleicht nicht richtig ausspreche, aber ich gebe das unten dann noch als Info. Ich versuche es mal. Sotaku Doji, das zeitgleiche Picken. Das ist ein Bild, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Das Küken will aus dem Ei und die Mutterhenne hilft, ne, pickt von außen, aber das Küken muss auch von innen picken. Habt ihr vielleicht schon mal einen Film gesehen? Manchmal ist das so, aber das Küken kann es natürlich auch selbst schaffen, das sage ich gleich dazu, ne? Um im Bild zu bleiben, das ich immer auch wieder betone. Ne? Denn hier läuft es natürlich drauf raus, das ist eine alte Geschichte vom chinesischen Meister Hüefeng, dass man einen Meister braucht oder eine Meisterin oder auch, sagen wir es mal allgemeiner, jemanden, der einem hilft, ne? Die Grenzen zu durchbrechen oder die Schale. Vielleicht den Schutzwall, den man um sich herum aufgebaut hat und sowas. Das ist also, dieses zeitgleiche Picken ist ein Merkmal von Zen und bezieht sich vor allem auf die Lehrer-Schüler-Beziehung. Und wie gesagt, ich meine, man kann vieles und viele zu seinem Lehrer machen. Ein zweites Merkmal, dazu gibt es ein Gedicht von Dogen. Ich denke, das ist aus dem Sancho Doe oder Egoku. Im Frühling Kirschblüten, im Sommer der Kuckuck, im Herbst der Mond, im Winter der Schnee, klar und kalt. Übersetzung vielleicht nicht perfekt, aber hier sind wir wieder beim So-Sein, ne? bei dem, was neulich mal als Realismus hier auf dem Kanal auch anklang. Was ist damit gemeint? Die Dinge so sehen, wie sie sind. Honrai no Menmoku. Honrai ist eigentlich die Ursprünglichkeit. Der ganze Ausdruck bezeichnet sowas wie die ursprüngliche Natur im Zen. Bei Dogen ist das so die Soto-Schule, die Form, wie etwas ist, ist alles. In der letzten Zeit bin ich darauf manchmal zu sprechen gekommen, weil ich mir dachte, wenn jemand Realismus sagt, das ist
vielleicht nicht ganz so schlimm, wie wenn jemand Geist sagt, aber dann füllt das doch jeder mit seinem eigenen Inhalt. Das ist erstmal so eine Blase oder so ein schwammiger, nebulöser Begriff. Wenn man jetzt sagt, die Form, wie etwas ist, ist alles, kommt man ja auch wieder ganz woanders hin. Wo ist denn dann der Geist? Natürlich ist es typisch für die Soto-Schuh, in der die Form, nämlich das Sitzen, so eine große Rolle spielt, dass sie auch auf so eine Definition kommt. Im Zusammenhang mit diesem Online-Oku steht auch noch Chico no Kokyo, das angeborene Licht. Schon sind wir wieder. So einen stark spirituellen Touch haben, das Licht, das so gerne die Leute sehen, die Nahtoderfahrungen haben und vom Christentum geprägt sind, da gehen sie ins Licht, das angeborene Licht. Bei Dogen ist es auch Honrei no Shinji, die Intuition oder der Geist vor jedem Urteil. Das wäre das angeborene Licht, der angeborene Geist, die angeborene Natur, eine ursprüngliche Ursprünglichkeit. Und ihr wisst ja, es gab dann diesen Kampf mit der Frage, wenn wir das doch schon haben und es angeboren ist, warum dann praktizieren und wiederum das gelöst hat mit Zazen als Verwirklichung der Erleuchtung, das wissen wir ja alle. Aber natürlich, wir wollen einen Zustand erreichen, in dem wir mal nicht urteilen. Was ist das? Das ist der Geist davor. Und ich habe ja neulich auch gesagt, im Gegensatz zu Brad Warner finde ich es wichtiger, zu verstehen, dass, ich sage es jetzt nochmal anders, ne, in dieser Überlieferung, das heißt sozusagen Verskampf, Gedichtkampf, des sechsten Patriarchen Huineng mit dem anderen, der dann aber später auch als Dharma-Nachfolger vom selben Meister anerkannt wurde und der zuerst als seine Antwort auf eine Frage des Meisters schreibt, sinngemäß, der Spiegel ist befleckt, ne, der Geist ist befleckt, mach erstmal die Flecken weg. Also damit ist er nicht ein nebulöser Geist gemeint, sondern damit sind diese komischen Gedanken gemeint, mit denen du urteilst. Das sind konkret Gedanken. Ne? Also wenn man das in dieser Form ausdrückt, wird es irgendwie klarer. Und das ist nicht falsch, denn so hat der Buddhismus ja mal angefangen. Und jetzt toppt das Huineng und dafür steht das eigentlich, indem er sagt, da ist doch von Anfang an keine Befleckung da. Das wäre dann der Unterschied der Zen-Schule. Das ist die ursprüngliche Natur. Also auch da schon zeigt sich dieser Widerstreit zwischen, ja, wenn das doch schon da ist, und das merken wir am Alltag, wieso habe ich dann da jetzt schon wieder so den Drang zu beurteilen oder mit Ärger oder Hass oder Gier oder sonst was zu reagieren. So bleibt das eine dauerhafte Übung. Aber es bleibt auch immer eine Übung, in der du dich mit deinen Gedanken konfrontiert siehst. Sonst, wenn es nur um Geist ginge, um diesen Geist vor der Unterscheidung, ne, dann liegt wieder nahe zu glauben, hat man ihn einmal erlangt, dann war es das. Ne? Dann geht man so cool durchs Leben, aber so ist es ja nicht. Dritter Sinnbegriff, Roseikon, die totale Hingabe. Dann auch in den Paramita, ne? So ein Begriff, der sowas bezeichnet. Also wirklich aufgehen in seine Aufgabe. Damit machen ja auch diese Lebensberater immer wieder, also auch in diese Shaolin-Richtung, ne? Gut, Kasse, sage ich mal, indem sie die Leute drauf stoßen, hey, ihr gebt so früh auf und so weiter, ihr müsst euch mal irgendwas richtig widmen. Und dazu gehört auch Mukodoku. Ich versuche jetzt das U zu verschlucken, wo ich das gehört habe. Jetzt wieder mal meine Klaue. Ich denke immer, ich schreibe das morgens auf, ich werde das doch zwei Stunden später noch wissen. Nein, ich muss es deutlich schreiben, kein Verdienst. Naja, das war ja jetzt doch ganz wichtig. Denn hier kommt eine typische Soto-Interpretation.
nämlich, das Ganze sei als Warnung zu verstehen, keine Ziele zu haben. Nicht? Wie oft habt ihr es aus dieser Richtung gehört? Der Vertreter der Soto-Schule. Auch der Zen ohne Ziel zu machen. Ich glaube, dass das eine Überinterpretation ist. Ich glaube, sie erzählen nämlich selbst den Ursprung, diese Legende von Bodhidharma, der nach China kommt und der Kaiser sagt, ja, guck mal, was ich hier alles gemacht habe, an Pagoden und an Gedenkstätten und so weiter. Und Bodhidharma sagt, kein Verdienst. Und die Soto-Schule sagt jetzt im Zusammenhang mit diesem Begriff, Mukodoku, kein Verdienst, das sei eine Warnung davor, keine Ziele zu haben. Und so kommt man ganz leicht auf Abwege, nämlich dann wieder zu sagen, ach, da kann ich doch alles so dahin plätschern lassen. Ja, Leute, es gibt oft Momente, blickt mal auf euer Leben zurück, wenn ihr alt genug seid, da hat sich das Leben gegabelt, da war eine Entscheidung nötig oder auch wenn ihr keine getroffen habt, schwupp, seid ihr auf das eine Gleis gekommen. Jetzt könnte man noch, vielleicht mache ich das später mal, weil es auch immer ein interessantes Thema ist, aufgreifen, was man eigentlich heute meint zum freien Willen. Also sich vielleicht noch darauf zu ziehen, wieso es kommt, wie es kommt, ne, oder wie es kommen muss. Aber ich meine, man sollte sich klarer machen, es geht hier darum, sich nicht einzubilden, dass man irgendein Verdienst erworben habe. Also es geht eher in diese Richtung, ne? Der Gebende soll dankbar sein. Oder ich gebe, lass, wie es im Christentum heißt, lass die Linke an mich wissen, was die Rechte tut, wenn ich das richtig interpretiere. Also jetzt mach dir da keinen Kopf oder wie in der Zen-Geschichte, du trägst die schöne Frau über die Pfütze und dann hast du sie abgestellt und das war's. Und wenn das noch lange mit dir rumträgst im Kopf und möglicherweise noch denkst, was war, bin ich doch für ein toller Kerl oder auch was bin ich da, also auch das Umgekehrte, ne? Was bin ich ein Versager, ich habe die Frau angefasst, das ist es nicht. Also es ist wirklich mehr kein Verdienst, sich nichts einzubilden auf das, was man tut. Sozusagen das gute Karma freizutun wie das schlechte. In so einen Zustand sollte man ja im Zen kommen, dass man das Karma auflöst, dass man das einen nicht mehr belastet im Kopf, aber dass man auch möglichst wenig Folgen erzwingt, wenn man das nicht ganz bewusst darauf abzielt. Ne? Also wir haben vieles von dem natürlich auch im Rinnsein. Ne? Ich sage jetzt nochmal, das ist so eine kleine typische Wendung der Soto-Schule. Viertens, Yaku Futo no Ito. Ich habe da nicht ganz, sollte das bitte als weitere Comedy-Erfolge ansehen. Ein Erfolg unter 100 Misserfolgen. Ja gut, also ich glaube, das geht weit über Zen hinaus. Ne? Diese Erfahrung macht man, wenn man lang genug lebt. Roger Willems hat da mal schön was drüber geschrieben. Man muss eigentlich das Scheitern genießen lernen oder sollte, könnte. Man wird erleben, dass man vieles macht, was nichts bringt und dann irgendwann hat man mal was geschafft. Beispiele, die gegeben werden, sind so Sportler, die lange einen Schlag üben, bis es dann gelingt. In dem Zusammenhang wurde noch erwähnt, Schicke, Hacke, die acht Leiden. Die vier Leiden sind diese vier, die sind diese Geburt, Alter, Krankheit, Tod, die man kennt. Und die anderen vier wurden genannt Trennung von Geliebten, das Gegenstück Zusammensein mit Ungeliebten. Hat man vielleicht auch oft, ne? Wenn man nicht so lebt wie ich am Arbeitsplatz, muss man mit Leuten klarkommen oder vielleicht auch, wenn man irgendwo im Knast ist oder so. Ne? Das Nichterfüllen von Wünschen, das ist so typisch im Alltag, ne, was nicht klappt. Da sind ja dauernd irgendwelche Sachen, die nicht so funktionieren, wie man will. Bei mir ist es schon, wenn ich in diese Outdoor-Hosen, in diese dünnen, schnell trocknenden, die ich mir da immer aus Deutschland mitbringe, reinschlupfe und die, da verheddert sich immer das Bein. Ja? Oder wenn man morgens in eine Unterhose reingeht und dann tritt man so ständig in das Mittelteil und zieht die in die Länge und weiß genau, das tut der Naht nicht gut und so. Wieso geht man dann nicht, schwupp, nach so viel Übung einfach, zack,
Man sollte eigentlich reinhüpfen können in seine Unterhose mit beiden Beinen auf Anhieb. Ja, und das vierte sind laut Soto psychosomatische Leiden. Jetzt weiß ich nicht genau, wie sie das dann abgrenzen gegen Krankheiten und so. Da könnte man noch viel zu sagen. Ich gebe das jetzt nochmal so wieder. Fünftens, Hyaku Shaku Kanto Shin Ippo. Das Weitermachen vom Gipfel aus, das bezieht sich auch wieder auf so einen Koan oder auf die Frage, was machst du denn, wenn du da auf so einem riesen Mast stehst. Körper und Geist loslassen, interpretiert dann natürlich die Soto-Show mit Dogen, Shinchen, Datsuraku. Dazu, wie gesagt, gab es ja vor ein paar Jahren ein Essay. Und es ist recht überzeugend gewesen, dass Dogen, weil man das bei seinem Lehrer nicht findet, wahrscheinlich dann akustischen oder sonst wie seinen mangelnden Sprachkenntnissen. Wer kann das besser verstehen als ich hier mit meinem radebrechenden Thai? Zum Opfer gewordenen Missverständnis, jetzt, wenn der Satz noch stimmt, folgte. Also Dogen hat da was wahrscheinlich falsch verstanden, sich dann eingebildet, das war's und das ist die Ironie des Ganzen. Und heute folgt man noch diesem Missverständnis. Das muss man nicht glauben, aber ich tue das und finde das besonders witzig oder auch grotesk. Körper und Geist loslassen. Es ist kein Wunder, dass man dann auch auf Begriffe wie Sterben auf dem Kissen kommt, aber ich will das nochmal sagen. Ich glaube, das geht nicht. Man kann natürlich auch solche Erfahrungen machen, aber dann, wenn man weiterlebt, dann weiß man, dass da immer noch dieser Körper ist. Man sieht ihn, man spürt ihn, man hat auch immer noch die Schmerzen und so weiter. Das ist also auch kein Erlebnis, das bleibt. Ne? Selbst wenn man es hat und so adäquat beschreiben würde. Gongo Dodan. Sechster Punkt, jenseits von Worten und Intellektualität. Okay, das kennen wir auch, ne? Also im Zen spielt sich was jenseits dieses ganzen Geschwurbels eurer bevorzugten Zen-Heinis auf YouTube und so weiter ab. Trotzdem hören die nicht auf, solche Clips zu machen. Im Zen geht es darum, selbst wenn man eine Gipfelerfahrung gemacht hat, sie abzuschütteln. Und na gut, wenn man Körper und Geist fallen lassen hat, gibt es nichts mehr abzuschütteln eigentlich. Aber ihr wisst schon, dass man nicht dran haftet. Und hier fliegen die Tauben. Schade, dass ich euch das jetzt nicht zeigen kann. Als wäre das ein Trainingskurs für Tauben. Vielleicht könnt ihr hier welche sehen. Die fliegen hier dauernd. Wow, ja, hier. Ja, ja, wow, hoffentlich seht ihr das. Ja, wow. Wow. So toll war es nämlich bisher noch nicht. Jetzt habe ich das hoffentlich eingefangen. Wahnsinn. Jetzt kommen sie wieder. Wahnsinn, ganz knapp vorbei. Ist eigentlich auch ein Ding. Ich bin noch nie wirklich von einem Vogel richtig erwischt worden. Wie die das schaffen, da zack, immer noch auszuweichen. Und also weitermachen, selbst wenn ihr meint, jetzt habe ich es. Ne? Und das heißt auch weitermachen im Sinne von offen sein dafür, dass es das noch gar nicht war. Ne? Also sich wirklich nicht sagen, so, jetzt habe ich es aber geschafft. Sich darauf nicht ausruhen. Klar, das muss jeder machen, damit klarkommen, dass es Misserfolge gibt. Ich gehe jetzt mal rückwärts. Ne? Dann wie gesagt, meine Interpretation ist, sich auch nichts auf Verdienste einzubilden, die quasi auch abzuschütteln. Keine Ziele zu haben, finde ich keine gute Interpretation. Kann man sich immer mal wieder sagen, wenn man buddhistisch praktiziert, aber ich meine, wenn man zum Beispiel jemandem konkret helfen will, dann ist es ja schon ganz gut, eine Vorstellung zu haben, auch wenn man mit jemandem zusammen an irgendwas arbeitet, dass es auf dem Ziel hin geschieht. Also gestern habe ich einen Arzt gesehen, der hat einen ganz guten Tipp gegeben, aber der wird dann bei chronischen Krankheiten nichts nutzen, dass wir eine Behandlung.
das bestätigen lässt. So, fertig, auskuriert. Denn ich hatte mal so einen Fall, da hatte ich hier so einen Pilz in der Ellbeuge und den hatte ich, weiß ich nicht, 10 Jahre vorher. Den Arzt gab es schon gar nicht mehr und die fragten danach und haben dann entschieden, mir das nicht zu bezahlen. Aber der Pilz war auskuriert, ne? So wie jetzt, da ist kein Pilz mehr. Also das ist ja eine Kultur, wenn man so will, oder das sind ja Lebewesen. Die kamen dann wieder und da kann man ja nicht sagen, das ist eine Vorerkrankung. Ich wollte wegen der Euro 30, 50, weiß ich nicht, nicht vor Gericht gehen, aber ich habe euch das, glaube ich, auch schon mal erzählt. So was ist natürlich dann auszuschließen, wenn man vom Arzt, aber wir denken da dran, das war ja auch noch in Deutschland, sich das bestätigen lässt. So was ist hier im Ausland vor allem wichtig, wenn es dann darum geht, Vorerkrankungen auszuschließen. Das machen die Versicherungen gerne, oder was auf Vorerkrankungen zurückzuführen. Und da hat der Arzt bei solchen Erkrankungen natürlich das Ziel, oder auch bei welchen, die nicht notgedrungen chronisch werden, die Behandlung abzuschließen. Es gibt so in so vielen Bereichen Ziele. Also, und natürlich ist es auch ein Verdienst des Arztes, wenn er es geschafft hat. Aber es wäre für den Arzt gut, wenn er das abschüttelt. Und für dich ist es natürlich gut, wenn du eine gewisse Dankbarkeit zeigst. Dann haben wir ja gehabt die Ursprünglichkeit. Ich würde nicht sagen, die Form, die etwas ist, ist alles. Aber das ist das große Thema, das sich daraus ergibt. Was ist so sein? Was ist die Realität? Sicher ist da jetzt dieser Baum, weil wir den so nennen. Ja, jedenfalls ist da was und es scheint die Sonne. Und mit diesem Gedicht von Drogen, weiße Wolken ziehen auf. Die andere Realität kommt, also mein Magen, ich habe hier, wie ihr vielleicht in den Spiegeln gesehen habt, zuletzt, ich bin mir gar nicht so sicher, warum, ich bin viel gelaufen. Bis genascht habe ich, aber dann zu Weihnachten habe ich mir ein paar Kekse gekonnt und so. Da habe ich noch ein paar Kilo zugenommen, aber so schnell. Und jetzt muss ich wieder bewusst Diät machen und schiebe mein Frühstück raus. Aber wenn der Magen knurrt, ist das ja auch Realität, der Magen knurrt. Aber hey, wenn ich kein Geld in der Tasche habe, fange ich nicht an hier, das Gras riecht gut, ist die Konsequenz nicht, dass ich jetzt da anfange zum Schaf zu werden auf der Weide, sondern ich muss dann überlegen, wo kommt das Geld her und wie besorge ich mir was zu essen. Ne? Insofern ist immer die Frage, gehört nicht zu dieser Realität dann auch, zu der Realität A, die Folge B und die Konsequenz C und die Notwendigkeit D und so weiter und ein Ziel zu haben. Also da kommt man nicht drum rum, diese Dinge auch mal ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Es ist nicht nur alles Ursprünglichkeit, sondern es ist es für eine gewisse Zeit, bis mir hier der Arsch wund wird, kann ich hier sitzen und solche Sprüche kloppen und dann treten andere Realitäten in den Vordergrund, die man nicht mehr so einfach mit im Herbst der Mond oder zur High Season blauer Himmel beschreiben kann. Tja, und wie das ist mit dem zeitgleichen Picken? Ich meine, letztlich könnt ihr es ja doch niemand anderem überlassen zu sagen, wie weit ihr seid und was ihr braucht. Letztlich wird es doch so sein, dass ihr den entscheidenden Stoß sozusagen als das Küken von innen machen müsst. Und es ist vielleicht nicht jedem möglich, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich vorstellt heutzutage, dass es da möglicherweise keine Hände gibt. Schade, aber so viele Sennhennen, die einem beim Aufpicken der Schale helfen, wird es nicht geben, wie es nicht Sennhennen gibt, die einem beim Aufpicken der Schale helfen können. Also das ist keine Frage des Sennenmeisters. So, auch aus der Ferne habt ihr jetzt nochmal ein Beispiel für die zum Glück seltener gewordenen Motorrad-Dösbattel bekommen, aber zur High Season. Ich habe es gesehen, ich würde sagen, das Verhältnis ist 2:1, 2 Ausländer, die sich hier austoben wollen auf einen Teil. Da wird es wieder ein bisschen lauter und deshalb, ne, es ist gar nicht so leicht. Wenn man geht,
am ehesten macht man einfach noch einen Walk, ne, ohne sich zu zeigen und plaudert. Mal so eine ruhige, einigermaßen ruhige Ecke zu finden. Das waren 6 Zen-Kennzeichen. Es gibt sicher noch mehr und viele, deswegen habe ich ja mal diese Bücher gemacht mit Antworten auf Zen-Koan eigentlich, ne, und daraus Geschichten. Diese Antworten beschreiben auch oft so Phänomene, ne, so kleine Charakteristika. Und von den 6, die ich genannt habe, sind, glaube ich, schon ein paar relativ typisch Zen. Die würde zumindest jetzt ein christlicher Lehrer nicht in den Vordergrund stellen. Aber anderes ist so, Mensch, ist alles gut. So, mehr gibt es heute nicht. Ich bin unter einer halben Stunde geblieben. Ach, eins wollte ich euch noch zeigen. Da ich mich mit meiner dunklen Hose, wo man natürlich auch gleich die Flecken sieht, wie bei der hellen, nicht hier hinsetzen wollte auf die Wiese, da weiß man ja nie, ob da noch ein Hund hingeschissen hat und so, habe ich mir dieses Ding da geholt. Interessant, ne? Da war ein Insekten, waren das jetzt, es müssen ja wohl Bienen gewesen sein, oder? Ich habe aber auch schon Wespen sowas machen sehen, sowas ähnliches, ich weiß es nicht. Da ist aber keine mehr drin. So, jetzt geht's weiter. Und schon stellt sich wieder die Frage, was machen wir beim nächsten Mal? Na, jetzt sind mir ein paar Wochen so die Themen wie selbst zugeflogen. Und ich habe dann auch Beiträge im Voraus gemacht. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe vor, noch so ein paar Texte kostenlos zum Download runterzustellen, die ich auch mit Hilfe von AI übersetze, wo die Arbeit nicht so groß ist. Ne? Manchmal muss ich die Rechte erfragen. Und in dem Zusammenhang finde ich vielleicht noch was, was ein bisschen das hier ausdehnt. Also so eine kleine Reihe vielleicht von weiteren Zen-Merkmalen. Tschüss!